Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren YouTuber-Faktenvideo und heute 10 Fakten über den YouTuber Pugno. Viel Spaß! Fangen wir mit Fakt 1 an. Pugno heißt mit echtem Namen Leon und ist am 10. Mai 2001 geboren. Zurzeit ist er 18 Jahre alt. Aktuell wohnt er in Baden-Württemberg bzw. in der Stadt Karlsruhe. Das erkennt man aber auch oft an seinen Instagram-Pics. Der Name Pugno leitet sich vom lateinischen Wort pugnare ab, das heißt auf Deutsch kämpfen. In ganzer Übersetzung heißt der Name Pugno, ich kämpfe. Sein Kanal sollte Kampf symbolisieren, beziehungsweise anfangs kam ja auf seinem Kanal Minecraft unter dem Namen PugnoCraft. Aus diesem Namen entstand dann nur noch Pugno, weil damals sein Kumpel, der den Kanal mitbetrieben hatte, ihn dann verlassen hatte. Außerdem hat Pugno einen zweiten und dritten YouTube-Kanal, einmal Pugno Gaming, auf dem hauptsächlich Fortnite-Videos hochgeladen werden, und PNC Music, auf dem seine Hintergrundmusik hochgeladen wird. Dieser Kanal wird allerdings von einer anderen Person geleitet. Jedes Lied, welches dort hochgeladen ist, besitzt kein Copyright und ist für jeden frei verfügbar und kann von jedem verwendet werden. Fakt Nummer 5. Hauptsächlich wurde er mit Videos bekannt, die laut ihm schlechte YouTuber präsentieren und die er nach einer Rangliste vorstellt. Das Format heißt Top 10 schlechte YouTuber. Seine YouTube-Kollegen sind Trio, Flerox, Patrick und Aerox. Aerox bringt den ähnlichen Content wie Pugno, er stellt ebenfalls schlechte YouTuber vor. Kommen wir zu Fakt 7. Sein sogenannter Slogan heißt Content zum Lachen. Auf seinem Merch nennt er das allerdings Laughing is healthy. Lachen ist gesund für jeden, der halbwegs Englisch kann. Und ja, er bringt halt eigentlich auch lachhaften Content, allein dass er schlechte YouTuber vorstellt, füllt diesen Slogan doch gut aus. Pugnos Augenfarbe ist braun. Insgesamt hat er gerade mal 200 Videos hochgeladen, ungewöhnlich dafür, dass er über 200.000 Abonnenten hat. Allerdings kann es natürlich sein, dass er manche Videos heruntergenommen hat. Fakt Nummer 10 und damit der letzte Fakt für heute. Im Juli 2018 verließ Pugno das Netzwerk EXMGE und ist seitdem in dem Netzwerk Unique. Dann würde ich sagen, wenn euch das heutige Video mal wieder gefallen hat, lasst mir eine positive Bewertung da, schaut gern bei Pugno vorbei und ja, sorry für die aktuelle Inaktivität, den Grund habe ich auch nochmal in die Kommentare geschrieben, beziehungsweise als Kommentar angepinnt und ja, freut euch in Zukunft auf mehr Videos und dann sehen wir uns demnächst wieder bei einem neuen Video, Leute, bis dahin haut rein und ciao!